Was soll ich denn? Oh mein Gott! Ich habe den Feuerball eingesetzt und wieder zurückgezogen. Aber er hat sich irgendwie aktiviert. 4 Elixier sind weg. Jetzt habe ich auch keinen Feuerball mehr. Ja, das ist das Deck, was wir zocken. Ich würde sagen, wir graden nochmal die Skeleton Army ab, wenn wir jetzt in die Public Games gehen. Das habe ich das auch auf Level 7. Oh, schon 90 von 200. Ich wusste gar nicht, dass die Karte so krass hat. Poison Spell ist natürlich noch geiler. Aber die geht ja dann bald auch Richtung Level 8. Nicht verkehrt. Ja, wollen wir echt Public zocken? Ich bin gerade mega aufgeregt noch von dem Opening eben. Wir versuchen es einfach. Konzentration. Ein Public Game. Ihr habt die letzten beiden Streams mich gebeten, endlich mal wieder Public zu zocken. Public zocke ich immer nach dem Stream, weil ohne den Stream zocke ich besser. Es ist schwierig zu zocken und dabei alles zu kommentieren. LOL! Was ist denn das? Gleich gegen Noobie Boy. Habe ich schon mal gegen Noobie Boy gewonnen? Einer der besten deutschen Spieler. Es ist mal wieder Zeit, auf die Schnauze zu bekommen. Schön das erste Game. Das habt ihr mir eingebrockt. Ihr wolltet Public sehen. Jetzt habt ihr Public. Shit. Was für ein Mist. Jetzt habe ich auch so richtig Schiss. Und wenn ich weiß, dass ich gegen einen guten spiele, dann spiele ich irgendwie noch schlechter. Weil... Ach, keine Ahnung. Weil das einfach so ist. Okay, das hat das Musketier gut hinbekommen. Hier nochmal schnell einen... Eisgolem vor. Die Skelettarmee lebt auch noch. Ich hoffe, er hat keine... Ja, er weiß, dass wir einen Friedhof spielen. Oh mein Gott, mein Musketier ist am Turm. Sepp ist bereit. Ah, jetzt wird leider das falsche angegriffen. Nochmal schnell selber gesäppt. Die Skelette am Turm. Und die können jetzt tanken für das Musketier. Wir liegen 1-0 vorne gegen Uiboy. Oh mein Gott. Ey, Leute, dieses Deck, ne? Sowohl in der großen Herausforderung als auch jetzt Public. Oh, ich bin mir so sicher, dass er das noch dreht, ne? Ich bin mir so sicher, dass er das noch dreht. Er setzt nichts ein? Ich hatte jetzt noch mein Eisgolem eingesetzt. Aber das fand er ja gar nicht mal so gut. Hat er keinen Sepp? Wieso tötet er nicht mein Skelett? Armee, wenn er es kann. Wir machen auch nochmal soliden Damage am King Tower. Hier werfe ich einen Feuerball. Wir treffen damit seinen Grabstein und seinen Bowler, damit der nicht nervt. Lol, wie hat das gerade so gelaggt? Ziemlich krank. Schönes Mega-Minion-Placement, da kommen wir durch. Selber nochmal einen Friedhof eingesetzt. Oh, das ist natürlich hart jetzt gegen seinen Bowler. Den sebben wir und den Turm auch, damit mein Musketier den Bowler töten kann. Ah, nee, der Bowler visiert jetzt leider wieder das Musketier an. Wir werfen nochmal einen Feuerball. Der Bowler ist eh sehr, sehr low. Meine Fire Spirits stürzen sich dort teilweise noch auf die restlichen Truppen. Hat er denn keinen Sepp dabei? Oh, er freest. Er freest, aber wir kriegen noch selber einen Mega-Minion rein. Das ist wichtig. Das Ganze wird selber nochmal gesappt. Das können wir verteidigen. Noch 15 Sekunden. Oh, sein Mega Minion ist auch nochmal am Turm. Oh, das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Wir haben gegen Noobie Boy gewonnen. Oh mein Gott. Krass. Krass. Ich habe sonst immer riesen Probleme gegen Bowler. Derart. Aber es sieht so aus. Ich muss mal kurz kontrollieren. Ich muss mal kurz gucken. Hat er keinen Sepp dabei? Ist das... 5.134 Trophäen. Oh mein Gott, das ist mein Trophäenrekord. Das ist mein neuer Trophäenrekord. Wir haben natürlich jetzt krasseres Kartenlevel. Die Season endet in 3 Tagen und wir sind in Deutschland Platz 10. Platz 10, okay. Oh, Clash Royale, 5.200 Trophäen. Julian, auch fast 5.200. Das ist unglaublich hier oben, was abgeht. Stark. Selbst wenn Public Games, ist es ja egal.
In den Public Games ist es ja egal. Da sind wir jetzt einmal verlieren, zweimal verlieren oder dreimal hin verlieren hintereinander. Wenn wir danach dreimal hintereinander wieder gewinnen, sind wir wieder genau da, wo wir eben waren. Zeig mal das Deck. Okay, soll ich, dann zeige ich euch das mal. Das habe ich aber jetzt schon mehrmals auf euch hier im Stream gespielt. Habe ich damit noch nichts auf YouTube geladen? Habe ich davon noch. Ich schau mal ganz kurz. Ich lade ja immer Highlights auf YouTube. Ich habe mir mit dem Deck relativ mal sicher spielen können. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe das jeden Stream gespielt, aber ich habe noch nie die Highlights damit hochgeladen. Okay, kann ich euch dann gerne mal geben. Dann könnt ihr euch das bei YouTube nochmal ausführlicher reinziehen und wir springen ins nächste Game. Falls ich jetzt noch einmal gewinnen sollte, dann war es das mit Trophäen pushen. Dann bin ich sowas von zufrieden. Wenn ich also einmal gewinne, dann ziehe ich mich zurück. Dann war es das mit Public. Das ist auf jeden Fall krass. Aber ich bin ja Sonntag, wo die Season endet, in Leipzig. Oder beziehungsweise im Auto. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Muss ich gucken, wie ich das hinkriege. Ist das Opening schon vorbei? Ja, das Opening ist vorbei. Das werdet ihr morgen, werde ich das auf YouTube hochladen. Oha. Nächstes Game. Setzt da was Teures ein, dann mache ich Druck. Nee, er setzt nichts Teures ein. Okay, ich habe einen Feuerball, er hat einen Lightning. Er macht Damage an meinem Turm. Wir leider absolut keinen an sein. Dass meine Skeleton Army nach ganz vorne einfach für die Rotation, weil wir hier gar nichts haben. Ja, er zappt. Er muss selber Skelette einsetzen für die Rotation, okay. Ich bringe hier nochmal. Oh, der spielt so ein ganz günstiges Schweinereiter-Deck. Wenn er jetzt einen Lightning hat, dann war's das. Okay, bis jetzt noch kein Lightning. Oh, das ist so ein ganz günstiges. Dieses mega günstige Schweinereiter. Was soll ich denn? Oh mein Gott. Ich habe den Feuerball eingesetzt und wieder zurückgezogen. Aber er hat sich irgendwie aktiviert. Vier Elixier sind weg. Jetzt habe ich auch keinen Feuerball mehr. Oh mein Gott. Okay, wenigstens ist sein Musketier noch vor. Dadurch überlebt mein Musketier. Alter. Doch nicht in so einem Game. Er hat doch schon ein super Deck. Und ich setze einfach so einen Feuerball ein. Oh, Scheiße. Fuck. Ich mache gerade meinen Trophäenrekord und dann setze ich irgendwo einen Feuerball hin. Das ist so schlecht. Er haut eine Kanone rein. Da lohnt sich auch wieder so krassen Lightning vom Gegner. Aber anders kriegen wir das hier nicht gebacken. Das ist nicht cool. Da kommt gleich so ein Lightning des Todes. Ja, da ist er schon. Jetzt können wir natürlich ganz schnell ein Musketier einsetzen. Der nächste Ofen ist schon wieder bereit. Das ist noch ganz in Ordnung. Jetzt kommen wir mit dem ersten. Oh, machen wir nochmal einen zweiten. Komm, was soll's. Zwei Eisgolems. Jetzt können wir noch cooler tanken. Eisgeist vom Gegner stark. Ganze gesagt, er hat schon wieder das nächste Musketier am Start. Aber meine Skelette machen da Damage am Turm. Die Fire Spirits kommen nochmal dazu. Musketier ist auch am Start. 800 HP sein Turm nur noch. Oh mein Gott. Das ist cool. Boah, diesen einen Feuerball, den ich da verkackt habe. Ne, stellt euch vor, den hätte ich nicht verkackt. Stellt euch das mal vor. Feuerball fliegt. Wie viel Damage macht der gemaxte Feuerball? 84 HP. 84 HP. Oh mein Gott, der hat noch gewonnen. Wieso haben wir das noch gewonnen? 28 Trophäen, noch krasser. Ich hab einen Feuerball. Ich hab einen Feuerball in mein eigenes Feld geballert. Hatte den Feuerball dann nicht mehr in der Defensive, als auch nicht in der Offensive. Mir fehlen komplett vier Elixier.
Und mein größter Fail aus dem Stream ist aber noch mein größter Trophäenrekord. 5162 Trophäen. Nochmal hier das Deck. Das ist momentan mein bestes Deck auch für Public, aber ich weiß halt nicht, wie es in der Herausforderung ist. Wir zocken es mal, weil es hat mir gestern super viel Spaß gebracht. Ich habe mir ein paar Tipps von Wixpin geholt. Er hat in vielen Situationen sehr offensiv gespielt, wo ich eher deutlich defensiver gespielt hätte. Das hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich das selber umgesetzt und ihr habt ja gesehen, der Stream begann, als es 3-0 stand. Aber gut, die ersten Games sind ja auch immer ein Stück einfacher. Womit beginnt er mit einer Prinzessin? Okay.